Ich bin Tanner Cornicini und baue mir gerade ein Tiny House in Rhinebeck. Ich habe mich für ein Mini-Haus entschieden, weil es erschwinglich ist. Ich spare Geld, um mir später ein richtiges Haus zu kaufen. Und bis dahin bleibe ich flexibel. Das Haus hat eine Wohnfläche von rund 18 Quadratmetern und soll nicht mehr als $18.000 kosten. Ich habe vor 3 Monaten mit dem Bau begonnen und hoffe, in 2 Monaten fertig zu sein. Also 5 Monate Bauzeit insgesamt. Nach 2 Jahren auf dem College bin ich wieder bei meinen Eltern. Es ist toll, wenn jemand deine Wäsche wäscht oder das Essen kocht. Aber jetzt wird es Zeit, ein Stück Land zu kaufen und in meinem Tiny House zu leben. Ich wohne seit 4 Jahren wieder zu Hause. Deshalb helfe ich ihm gerne beim Bau. Damit ich verschwinde. Endlich wieder Ruhe. Mein Vater und mein Großvater helfen mir sehr. Mein Vater ist Bauunternehmer und mein Opa war Schreiner. Bauen und Tischlern waren immer ein Teil meines Lebens. Die Hauptmerkmale sind die Dachschräge für mehr Platz auf der Schlafempore und die Küche mit dem erhöhten Boden. Darunter ist Platz für Stauraum und den Wassertank. Das Bad bekommt eine versteckte Tür und das Schubladenbett unter der Empore steht auf Rädern, damit ich es drehen und mal etwas verändern kann. Das Design ist gelinde gesagt unkonventionell. Aber Hauptsache, das Haus ist baulich in Ordnung und selbstversorgend, damit er keine Anschlüsse braucht. Okay, you ready? All right, good. Perfekt. Nagel die beiden unteren Ecken fest. War das das Fenster? Ja, ist kaputt. Aber trotzdem wasserdicht. Du musst noch viel lernen. Es ist unter Null und das ist Vinyl. Ja, und Vinyl macht mich arm. Er lernt aus seinen Fehlern. Das war schon immer meine Philosophie. Am meisten lernst du aus Fehlern, die du selbst behebst. Hey, Papa. How you doing? Good. Ich mache aus dem Bett eine Liege. Als ich klein war, hat mein Großvater mir ein Schubladenbett gebaut. Als ich aufs College ging, haben wir daraus ein Doppelbett gemacht. Ursprünglich war es ein Einzelbett, aber fürs College brauchte er ein größeres. Keine Ahnung wieso. Jetzt hilft er mir, daraus ein Tagesbett zu machen. Wir zerlegen es in 2 Hälften und schrauben Rollen darunter. Dann kann ich es in meinem Mini-Haus bewegen und unterschiedlich nutzen. Du sägst. Ich bin in Rente. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Schön gerade. Good. Geschafft. Als nächstes schneiden wir kleine Füße zurecht und schrauben sie auf die Ecken. Darauf kommen dann diese Rollen. Hier wird es meistens stehen. Mein Großvater hat eine Schablone in der Größe des Tagesbetts gebaut. Viel Platz. Mehr als ich dachte. So kann ich den Raum besser nutzen. Ich kann es so rumdrehen. Dann passt es genau unter das Fenster. Perfekt. Toll, dass ich es unterschiedlich nutzen kann. Wir haben es geschafft. Wir haben angefangen, als die Blätter gefallen sind. Jetzt sind wir fertig und sie kommen gerade wieder raus. Vom Herbst bis zum Frühling. Ich habe meinen Kumpel Roman und meine Nachbarin Margaret Servino eingeladen.
Ich bin echt gespannt, wie Tanners Tiny House aussieht. Ihr ist vor kurzem fertig geworden. Jetzt will sie meins sehen. Meine Schwester kommt auch. 18 Quadratmeter zum Leben. Klingt irgendwie verrückt. Sie werden überrascht sein. So pretty. What's up? How's it going? Und? Was sagt ihr? Wahnsinn, das sieht toll aus. Wie bleibt der Tisch oben? Opa hat diese Stütze gebaut. Wenn man sie zur Seite schwenkt, kannst du ihn einklappen, sobald du abgeräumt hast. Dann hast du noch mehr Platz. Das Tagesbett kann ich gegen die Wand schieben. Alles lässt sich umräumen. Immer anders. Springst du da hoch? Nein, da ist die Leiter. Sieht aus wie Kunst. Wie eine Holzskulptur. Ich schiebe sie in die Öffnung und habe eine sichere Leiter. Und schon bin ich oben auf der Empore. Willst du es dir ansehen? Den linken Fuß zuerst. Sie nimmt lieber den rechten. Na und? Hauptsache, ich komme hoch. Hier ist total viel Platz. Wunderschön. Die Dachschräge gefällt mir. Die Arbeitsplatte kommt mir bekannt vor. Wir sagen Danke, Mom und Dad. Das kann ich zur Seite schieben. Dahinter ist das Besteck und eine Kramschublade. Hinter dieser Wand ist das Bad. Versucht mal reinzukommen. Eine Geheimtür. Ich glaube, sie ist hier. Na bitte. Am besten an Tanners Tiny House gefällt mir die Geheimtür zu seinem Bad. Echt cool. Hier drin ist erstaunlich viel Platz. Ist das ganze Ding deine Dusche? Ja, sieh mal da oben. Ich habe keine Duschkabine, es läuft alles auf den Boden. Also eine Nasszelle. Genau, auf dem Boden liegt preisgekrönte Teichfolie. Kommt wieder ins Wohnzimmer. Ich will euch noch was zeigen. What? That's sick. Mein begehbarer Schrank. Im wahrsten Sinne des Wortes. Für meine Klamotten, die Hockeytasche. Hätte ich nie erwartet. Echt toll. Der Schrank im Fußboden ist eine klasse Idee. Hier drin ist so viel Platz. Ich bin stolz auf ihn. Wunderschön. Willkommen im Tiny House.